Nachdem wir unsere Visa für den Iran nicht bekommen und unsere Visa für Aserbaidschan überzogen haben, sind wir wieder in Georgien. In Batumi treffen wir andere Overländer und wir fragen uns zum ersten Mal, ob unser Auto eigentlich zu klein ist. Stopp, bitte! Zeig mir erstmal was. Zeig mir mal da. Dreh dich mal. Mann! That reacts only in pouring rain. Over mountains to a place we desire. Are we sure of this in any way? No. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Und dann war auch schon Silvester und wir wurden von den beiden Gritsches zu einem Hammer-Silvesteressen eingeladen. Vielen Dank nochmal dafür. Dabei, die wir uns ausleihen durften. Und so konnten wir zum ersten Mal mit Glück zusammen Fahrrad fahren. Ein anderer Overländer ist dazugekommen. Eine französische Familie mit 4 Kindern. Der 16-jährige Sohn schläft im Anhänger hinten dran. Von der Waschmaschine bis zum Schweißgerät haben sie alles dabei, was man irgendwie brauchen kann. Ineinander machen und dann macht man so auf und zu. Das ist falsch, ne? Irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Was? Das brauchst du doch jetzt. Irgendwie. Steffen hat die gebaut. Oh, schaut aus wie ein Scharnier. Warum haben wir es nicht einfach gekauft? Warum haben wir es eigentlich selbst? Wenn du eins gefunden hättest, hättest du es gekauft. Juhu! Machen wir doch mal den Kameramann. Ja. Ob er eine Pfeile hat? Ja. Hast du eine kleine Pfeile, mit der man so ein Vierkant hier machen kann? Da wird er mal gucken gehen, ja? If you can't fix the frame, then you can take a good car. three seats. That's cool. For sure.
Auch wenn Weihnachten eigentlich schon vorbei war, war in Batumi trotzdem noch ein ziemlich großer Weihnachtsmarkt. Und es hat ziemlich an zu Hause erinnert, auch wenn es leider kein Schmalzgebäck gab. Eine weitere französische Familie kommt dazu. Genau wie die andere warten auch sie auf ihre Visa für den Iran. Und auch wir wissen noch nicht genau, ob und wie wir unsere Iran-Visa bekommen sollen. Aber das ist ein Problem für die nächste Folge. In dieser Folge geht es erstmal um die Frage, ob unser Auto eigentlich zu klein ist. Sag doch erstmal was. Sag mir mal, dreh dich mal. Die Tür schreiben. Dreh dich mal her. Los, dreh dich. Wiederhol doch mal, was ich ungefähr 10 Sekunden vorher gesagt habe. Nein, hast du nicht. Ich habe dir den Teller gegeben und habe gesagt, halt es kurz. Und dann wollte ich mir hier aus dieser Schublade was raussuchen und dabei wollte ich mich hinsetzen. Und in der einen Sekunde hast du den Teller da wieder gestellt. Warum hast du das gemacht? Warum hast du den überhaupt weggenommen? Du bist ein richtiger Idiot. Mann. Bye bye. Au revoir. Bon voyage. Also, manchmal ist es schon ein bisschen eng im Auto, besonders wenn man viel Zeit drin verbringt. Aber da wir meistens draußen sind und das Auto eigentlich nur zum Schlafen nutzen, sind wir mit der Größe eigentlich sehr zufrieden. Man fällt weniger auf, es ist günstiger und man kommt auch relativ problemlos durch kleine, enge Straßen. Jetzt ist es Donner. Wie cool. Hat das bestimmt hier das Weihnachten. Wie nett, dass wir auch gesegnet wurden. Und klappt das jetzt bestimmt mit dem Iran-Visa? Ja, bestimmt. Auch wenn wir in ein arabisches Land fahren, meinst du, da hilft auch die christliche Segnung? Daher sind wir mit unserem Auto, auch ohne Hochdach oder irgendwas dergleichen, super happy. Und auch wenn es manchmal etwas eng ist, haben wir im Moment nicht das Gefühl, dass wir unbedingt mehr Platz im Auto brauchen.